Servus, ich bin's, die Andrea von Zoo auf der Roas. Auf unserem Frühlings-Roadtrip, unserer ersten Station in Cannobium und Lago Maggiore, stehen wir am Camping Riviera. Und auf dem Platzrundgang nehmen wir euch jetzt mit. Und wenn es euch interessiert, bleibt gern dran. Bevor das eigentliche Video startet, hier nur ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Damit unsere Videos im Ranking nach oben rutschen und öfter vorgeschlagen werden, lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal kostenlos und drückt die Glocke, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Los geht's und viel Spaß! Gleich hinter der Einfahrt kommt ein Platz, auf dem sich die Rezeption befindet, ein Restaurant und ein Minimarket. Und an der Rezeption gibt es auch Hinweistafeln für Schiffabfahrt, für Märkte und was sonst so am Lago Maggiore und in Cannobio geboten ist. Die Zufahrtswege zu den Stellplätzen sind eher ein bisschen eng. Wir hatten Glück, der Campingplatz war leer, somit konnte man beim Abbiegen ein bisschen ausholen und auch die anderen Stellplätze mit nutzen. Die Stellplätze selber sind auf Wiese, wie man sieht, und bestechen natürlich durch die Lage direkt am See. Wir hatten Glück, haben einen Platz in erster Reihe erhalten und das ist halt, ja, wenn man morgens aufwacht, was gibt Schöneres, als dann auf dem See zu schauen. Es gibt auch Stellplätze mit einem eigenen Bad in so einem Holzverschlag. Für uns hat es jetzt nicht ganz so einladend ausgeschaut, aber ist ja wie immer Geschmackssache. Auf dem Campingplatz gibt es mehrere Sanitärgebäude mit ausreichend Mülltonnen
Müll ist wie immer zu trennen Richtung Papier, Glas, Recyclingmüll und Restmüll, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. An dem Campingplatz gibt es auch die Möglichkeit zu waschen und zu trocknen. Allerdings muss man hier die Waschmaschine und den Trockner irgendwie mieten. Und ich glaube, es kostet irgendwie 10 Euro für, ich weiß nicht, ganz kurze Zeit. Also völlig unverhältnismäßig. Am besten nur kurz bleiben und nicht waschen. Wie man sieht, die Sanitärgebäude sind oben offen, also es ist zapfig da drin. Ich habe mich entschieden, in der Maggie zu duschen, weil mir war es tatsächlich Mitte März zu kalt. Ich fand auch die Sanitärgebäude eher sehr spartanisch. Und für den Preis, den der Campingplatz aufruft, wir haben ca. 40 Euro bezahlt pro Nacht, hätte man aus meiner Sicht die Sanitäranlagen auch schon mal lang modernisieren können und auf schick machen. Wie eingangs schon erwähnt, der Campingplatz besticht durch seine Lage direkt am See mit eigenem Strand, mit Sonnenschirmen dabei. Und uns war es das jetzt für unsere ersten 3 Tage auf unserem Roadtrip auch wert, erstmal anzukommen, die Landschaft zu genießen. Und für das restliche Video lassen wir jetzt einfach die Bilder vom schönen Lago Maggiore wirken.